Jawohl, servus, haben wir die Ehre. Wieder einmal, so, wir haben in der Dickung erinnert, mit denen durchforsten. Also ein Hützel, das war nicht hinten in der Vier Wachs, den wir durchforsten. Das ist schon 35 Jahre alt, das Hützel, schaut es euch an. 35 Jahre. Und was fällt auf? Schaut euch die Stange an. Wachs nicht hinten, Vier und nicht hinten. Jetzt probieren wir es durchforsten, ob es was hilft, ob es Luft kriegt, ob es. Es ist einfach, ja, mei. Viel zu spät, viel zu spät. Man sagt aber Mausgeruch stärken, dann soll man durchforsten. Wenn Bäume Mausgeruch stärken haben, sollte man durchforsten. Aber ich weiß es auch nicht. Mei, jetzt muss man sich halt recht fretten. Aber es hilft nicht, das musst du forsten, weil was willst du sonst machen? Fährt da der Käfer rein und dann meine ich alleweil, rammt er das auch noch ab und hast dann mal zur Arbeit. Fixlinge gingen da eh nicht, dass es eh bloß hackbar, aber du wärst aufgehalten von der Arbeit, weil es nichts bringt. Ne? Ich hab mich echt schon gefragt, Leute. Ohne Scheiß! Also, ohne Scheiß, ich hab mich echt schon gefragt, wie der Chuck Norris das machen darf. Wie darf der Chuck Norris, weißt du, so verrückt, musst du erst so durch, musst du erst einmal sein, dass du dich fragst, wenn du dich hinstellst, wie darf jetzt der Chuck Norris den Baum ausschneiden? Hm? Dann haben wir gedacht, der Chuck Norris, der darf sich zwei Schneeball machen, der darf sich richtig harte Schneeball machen, was geschneimt hat, die darf er aneinander reiben, dass er ein Feuer hat, dass Funken fliegen, dann darf der Baum unten wahrscheinlich anzünden, dann darf er sich aufbrennen, wenn es auch rast. Das tat nicht mit dem Motor sich umeinander. Der Chuck Norris, gell? So. So verrückt, da wärst du verrückt herin, weißt du? Da siehst du kein Tageslicht, 0,0. Also, ich tue jetzt weiter, weil Mutterl schimpft schon. Mutterl schimpft schon, dass wir fit werden, ne? Weil ich soll Spaß zum Wasser zeigen, ne? Ich kann auch nicht helfen. Ist halt 35 Jahre so da, ne? Weil, bringen wir schon zusammen. Nach und nach. Ja? Jawohl, so. Wegen dem man raus. In meine Miste, es krabbelt in der Kiste, in meine Meck und du bist weg. Jawohl. Geh mal raus. Jawohl. Dünnstange, kannst du eigentlich stellen, aber da raus, weil klares Viech macht auch Mist. Ne? Oder? Was sagt ihr
Jawohl, Vatikanesel. Vatikanesel, voll dabei. Ja. 50er Schnurrt, wie ein Katzel. Jawohl. So. Jetzt da oben weiter. Jetzt werde ich erst einmal da weg, da kannst du nicht durchfahren. Na, da aufführen. Schreibt es mal rein in die Kommentare, wollt ihr da das durchforsten? Also, ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ist der Pflanzabstand nur zeitgemäß? In der heutigen Zeit? Für die Fichten, Fichte. Schreibt es einfach mal rein in die Kommentare. Was glaubt ihr? Also, erste Möglichkeit: entweder weiter auseinanderpflanzen oder man lässt es 2 auf 2 Meter, pflanzt man und tut dann wieder Mastkrugstücken durchforsten. Das sind jetzt die zwei Möglichkeiten. Es war jetzt interessant, was glaubt ihr? Was glaubt ihr, ist das nur zeitgemäß, wenn man die Fichten vom Pflanzabstand macht? Ja, mit dem Wasser und so weiter, das ist alles, wird alles weniger. Ne? Da muss man doch irgendwie auch mal sich überlegen, ob der Pflanzabstand, so wie er vor 50 Jahren oder was weiß noch ich, war, ob der noch so zeitgemäß ist. Ob man nicht dann weniger Fichten auf einem Fleck pflanzt, gleich am Anfang. Weil das Durchforsten, so gesagt, ganz ehrlich, man muss jetzt machen bei den Beständen, die wir jetzt da sind, weil was willst du sonst da? Ja? Aber bei den neuen Beständen muss ich mich echt fragen, ob das nur so Sinn macht, weil es natürlich, wenn du einen Asser ziehst, so einen Baum gatzt oder schiffst nur einander an, der ist dann wieder geschwächt, dann kann der Käfer reingehen und der muss dann praktisch die Wunden wieder versorgen, der Baum, weil du angegangen bist. Du schaffst das nicht, dass du da einen Asser ziehst. Ohne schon an die anderen Bäume. Das geht, also meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Außer ich da drinnen alle meinen Meterprügel mit dem Motor sich nach oben schneiden von den Bäumen, dass die alle fallen, dass ich wirklich. Ja, aber das ist ja. Bist du narrisch geworden. Kannst du nicht machen, du. Kommst nicht danach, da wächst da in den Früchten mehr Holz hin, wie du da schneidest, oder? Also, schreibt das mal in die Kommentare rein. Was sagt ihr? Was ist eure Meinung? Pflanzabstand, Fichte, nur so zeitgemäß, ja oder nein? Ja, schreibt es einmal rein. So, das ist die besagte Rückegasse, die haben wir rausgeschnitten. Sonst hast du da gar keine Chance. Ja. Schaut euch die Buche an, was da für ein Buche drin steht. Die muss schon länger stehen wie die Feuchten, oder gleich. Boah. Macht's den Buchen herin, die macht natürlich auch mal gescheit so. Oh, nimmt natürlich das Licht weg. Da geht der Ass noch nicht mehr viel auf. Da wird das nichts mehr. Aber mal. Ja, recht steil da. Im Gelände. So schaut es jetzt aus. Ich glaube, dass da noch mehr raus gehört heute. Aber mal, irgendwann muss da aufhören. So, da sind noch Stück da. Von den Rückegassen. Die lasse ich rauswaschen. Über den Sommer. Wieder ein Jahr. Und dann schneide ich das bündig ab. Da kann man da schon rauffahren. Ah, da drin hat auch noch. Ah, ja, gut, da fahr jetzt nochmal laufen. Genau, recht steil. Normal brauchst du da hin. Dass du rauf kommst, nur mal schauen. Also, wie gesagt, rückwärts haben wir jetzt gerade bis da hergefahren. Geht wunderbar. Aber da wird jetzt noch steiler. Sieht man jetzt nicht so, aber da geht es. Das ist ungefähr die. Und da geht's runter. Also, wenn der Punkt gefroren ist, dann wird es schwierig, wenn der Affe zum Fahren geht. Aber mei, du musst irgendwie rauf kommen. Hilft dir nicht. Irgendwie geht's schon. Aber die Stecken, da tue ich noch zu weit hier rassen. Stecken noch zu hoch. Genau. Hier drücke ich gegossen. Da sieht man auch noch. Waldbord ist noch da. Aber ist wurscht, weil wie gesagt, ich wasche es noch raus. Dann wascht es jetzt 1 Meter nach oben. Und dann schneide ich das bündig ab, dann kann man da eigentlich gut fahren mit unseren Gerätschaften.
Wir haben kein Kinn. Für den Vatikanesel haben wir kein Kinn. Von dem her, wenn wir mit dem Schuss kommen, wenn wir haben. Ne? Genau, so. Das war's wieder für heute, der wunderschöne Wintertag. Ne? Schau einmal, ob ich den Rückenbogen noch hänge. Na ja. Und ich tue noch ein bisschen dahin. Ja. Oh, oh Sacramento, da ist ein Steigeisen. Also gut, wir dehnen die Einzelnen noch zusammen. Ich sag wiederum Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ganz wichtig: Kanal abonnieren nicht vergessen. Positiv bewerten. Bis zum nächsten Mal aus Kronwelle. Jawohl. Aber Thierry, Servus.